Herzlich willkommen, lieber Skorpion. Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Kings and Queens Tarot zu einer zeitlosen Legung für Singles. Also wenn du Single bist und dich fragst, wann kommt endlich die Liebe in mein Leben? Bin ich überhaupt bereit, an eine Beziehung einzugehen? Was passiert in diesem Themenfeld? Dann könnte diese Legung genau die passende für dich sein, wenn du Skorpion, Sonne, Skorpion, Aszendent bist oder auch deine Venus oder dein Mond im Skorpion hast. Wie immer solltest du aus diesen allgemeinen Legungen nur das mitnehmen an Informationen, was wirklich mit dir schwingt. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefällt, du diesem Video dementsprechend einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal gerne abonnierst und ich freue mich natürlich auch über deine Kommentare. Und jetzt geht's los mit dieser Legung. Ja, lieber Skorpion, mir scheint, du bist gerade in einer nicht ganz, ganz einfachen Phase. Die Karte, die sich für deine eigene Energie gezeigt hat, ist der Teufel. Ja, und der Teufel, der hat oft mit nicht so schönen Verflechtungen zu tun. Er kann mit Ängsten, mit Zweifeln, auch mit Manipulationen zu tun haben. Also möglicherweise bist du hier noch sehr, sehr stark verhaftet, sehr stark verbunden mit einer Person. Ja, also da ist nicht wirklich eine Beziehung, aber irgendwas hält dich noch sehr, sehr stark an einer bestimmten Person oder auch an einer vorangegangenen Beziehung, vorangegangenen Partnerschaft, oder es sind auch Ängste, die sich hier zeigen, wobei ich denke, bei den allermeisten spielt tatsächlich eine ganz konkrete Person eine Rolle, die noch ziemlich viel Einfluss auf dich hat und von der du dich noch nicht vollkommen gelöst hast, ja? Und mir scheint, genau das ist auch die Herausforderung. Auf der Herausforderungsposition haben sich zwei Karten gezeigt, nämlich der Bube der Schwerter und die Gerichtkarte. Und der Bube der Schwerter ist die Spionkarte. Ja, es ist also auch so ein bisschen der Forscher, der hinter die Kulissen schauen möchte, der irgendwas entdecken möchte, erkunden möchte, was im Verborgenen liegt. Ja, also auch hier könnte es durchaus sein, dass du möglicherweise über Social Media zum Beispiel eine bestimmte Person verfolgst, also immer mal wieder schaust, was macht diese Person, hat die jemanden anderen, ist da irgendwie ein Zeichen, dass sie vielleicht doch noch an mir interessiert ist, ja, und das hier, ich fange es anders an, da steckt dann dementsprechend wahrscheinlich auch noch einiges an Hoffnung dahinter, aber die Gerichtskarte gibt ja auch den ziemlich deutlichen Hinweis, dass ja dieses Festhalten an dieser Person eher aus der Verstandesebene kommt, ja, aber deine Intuition, deine Herzebene, die gibt ja hier eigentlich ziemlich deutliche Hinweise, dass das schwierig ist, dass dir das nicht so wirklich gut tut, dass diese Person vielleicht eben auch nicht so wirklich die richtige Person für dich ist, beziehungsweise diese Verbindung auch wahrscheinlich nicht die allerbeste für dich wäre, ja, und das an zu nehmen, das denke ich, ist ja durchaus die Herausforderung, mit der du vielleicht zu tun hast, oder ja, ich denke, für die allermeisten ist die schon sehr, sehr präsent. Gut, wir schauen mal, was so auf dich zukommt. Da hat sich die drei der Stäbe gezeigt. Ja, auch da würde ich mal fast sagen, die ist wahrscheinlich zum Teil schon sehr präsent, diese Energie, denn auf einer gewissen Ebene kann das die Karte der Sehnsucht sein. Ja, es ist eine Karte, die mit Distanzen zu tun hat. Also da ist eine räumliche Distanz, eine energetische Distanz, eine zeitliche Distanz zu jemandem, zu einer Situation, einer Beziehung. Aber ne, man schaut trotzdem sozusagen in die Ferne und oft eben mit einem sehnsuchtsvollen Blick. Aber es ist auch eine ganz wichtige Karte der Bestandsaufnahme, der Analyse und dementsprechend dann auch der Neuausrichtung. Ja, also ich denke, das ist sozusagen ein Prozess, wahrscheinlich auch ein Prozess, der eine ganze Weile in Zeit in Anspruch nehmen wird, wo du vielleicht eben auch nochmal so mit einer gewissen Distanz zurückschauen kannst auf die Dinge, die so passiert sind, auf die Situationen, die sich so ergeben haben, wie du dich damit gefühlt hast, was kannst du für dich daraus erkennen, was kannst du für dich und auch über dich aus der Vergangenheit, aus der vergangenen Situation lernen, ja, und dann zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich jetzt und was kann ich auch aus diesen Erkenntnissen für mich mitnehmen, um vielleicht auch eine neue Zukunft
Zukunftsvision für mich zu generieren. Ja, also hier dann auch in den eher optimistischen Blick in die Zukunft hineinzufinden. Ja, das ist sozusagen der Prozess, mit dem du jetzt hier wahrscheinlich in den nächsten Wochen zu tun haben wirst. Ja, die Hinweiskarte, da hat sich die 9 der Kelche gezeigt. Immer wieder eine sehr ambivalente Karte, die hat 3 Schwingungsebenen und ja, ich denke, im Moment ist die niedere Schwingungsebene wahrscheinlich noch sehr stark in der Präsenz und das ist dann eben auch dementsprechend eine Illusionskarte. Ja, man verliert sich so ein bisschen in Wunschdenken. Ich nenne das dann auch die Fata Morgana-Karte. Deine Aufgabe ist es aber im Prinzip jetzt aus dieser Fata Morgana, aus der Illusion aufzutauchen, indem du sozusagen in die zweite Energie dieser Karte findest und das ist das Annehmen, ja, das wirkliche Akzeptieren, so sieht es aus, das ist es, ja, so verhält sich die andere Person, so fühle ich mich damit, ja, und also nicht immer wieder dich in Hoffnungen zu verlieren, dich vielleicht auch noch manipulieren zu lassen von dieser Person, sondern wirklich bei dir zu bleiben und zu sagen, das ist der tatsächliche Status quo, das ist die Realität, ja, und in der hohen Schwingungsebene ist es durchaus auch eine Karte, die mit innerer Erfülltheit zu tun haben kann, neue Zukunftsvisionen, wie gesagt, auch für dich zu generieren, zu gucken, wo möchte ich hier mit hin und auch durchaus über den Weg aus einer negativen Ausrichtung hier rauszukommen. Diese negative Ausrichtung, die findet statt über das Urteilen, ja, dich selbst zu verurteilen, eine andere Person zu verurteilen. Wenn du da in den Abstand finden kannst, ja, über diese Analyseenergie im Prinzip, dann kannst du diese ganze Erfahrung, selbst wenn es in Anführungsstrichen eine negative Erfahrung war, das aber trotzdem für dich als ein Erfahrungs- oder zu einem Erfahrungsschatz umwandeln. Ja, und das ist eine Erfahrung, die dich trotzdem bereichert hat, die dir tiefe Erkenntnisse über dich, über Beziehung, über Liebe, was für dich wichtig ist, wo deine Grenzen sind, ja, wo du das eben lernen konntest. Ja, also dich auch nochmal selber auf einer anderen Art und Weise, vielleicht in einer anderen Tiefe kennenlernen konntest. Und das wird dir sicherlich nützen in der Zukunft. Ja. Also hier auch so ein bisschen durchaus den Perspektivwechsel vielleicht für dich zu vollziehen. Und in der Entwicklungstendenz, da haben wir dann die 8 der Stäbe, auch hier nochmal eine Karte, die mit Distanz zu tun hat. Und hier allerdings denke ich auch eher eine bewusste Distanzschaffung zu dem, was in der Vergangenheit passiert ist, zu dem, was dich vielleicht auch für eine ganze Weile in diesem Feld blockiert hat, verunsichert hat. Ja, also ich denke, hier schaffst du wirklich einen Neustart für dich. Das ist auch die Hochenergiekarte. Die kann durchaus auch anzeigen, dass hier neue Bekanntschaften stattfinden, neue Inspirationen zu dir finden, ja, du neue Kontakte auch durchaus knüpfst. Ja, die Seelenbotschaft, da hat sich das Herzchakra gezeigt, also raus aus dem Verstand, rein ins Herz, rein in die Intuition, in die Selbstannahme, in die Selbstwertschätzung, ja, also dir auch nochmal klar zu machen, dass du hier so eine negative, vielleicht sogar manipulierende Energie in deinem Leben ja auch gar nicht verdient hast, auch nicht brauchst, da kannst du Nein dazu sagen, ja, und finde wirklich wieder in deine Herzenskraft und in die Selbstwertschätzung, in die Selbstliebe. Ja, lieber Skorpion, das ist zunächst hier mal deine Energie. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier mit dabei warst und ich wünsche dir alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste, lass es dir gut gehen. Tschüss.